Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3 und es tut mir sehr, sehr leid, echt große Sorry, dass im letzten Part am Ende das Bildmaterial verloren ging. Mein Speicherplatz war, wie bei Facebook auch schon erwähnt, einfach voll und ich habe es nicht mitgekriegt, während ich spielte. Und das war genau bei diesem Skelett-Boss-Kampf. Das hat mich total geärgert, vor allem weil ich das so schön fand mit dem Baum und den Feen, die da in Wirklichkeit drumrum schwirrten. Aber ich habe es ja, wie gesagt, zumindest so ganz gelassen, dass man meine Stimme hörte und weiß, was gerade passiert, und habe auch den Soundtrack noch unterlegt gehabt, sodass es nicht ganz irgendwie so ist, dass man keine Ahnung hat, wie hat das Ganze eigentlich geendet, der Kampf. Jetzt geht's aber wie gewohnt weiter und ich hoffe, alles läuft wie bisher gut. Wir sind hier aus diesem Wald rausgekommen, da gibt's auch nichts mehr. Der Baum schläft jetzt mit seinem Wald oder wie auch immer. Oh, und wir haben unser Paddelboot. Automatisch. Ah, und dann kommt man so auf die andere Seite. Das ist ja auch geschickt. Ich weiß gar nicht, wo wir hin können. Waren wir auf dieser Seite schon mal? Ich weiß es gar nicht. Wir werden auf jeden Fall angegriffen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin sollen. Am besten gehen wir ja eigentlich zu dem Schloss nochmal. Weil alles müsste ja jetzt wieder gut sein. Und dafür bräuchten wir eigentlich unser Boot. Ich glaube, ich gehe jetzt mal lieber wieder gleich zurück. Und mache jetzt nicht hier so eine Runde. Das wäre nicht so schlau, glaube ich. Ja, meine Leute haben immer noch dieselben Berufe wie beim letzten Mal. Ich habe nichts geändert. Ich habe nichts angefasst. Gerade weil es gestern so schief lief. Den Part. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal wieder zurück. Och, Mann. Ich will doch jetzt gar nicht hier groß trainieren, auch wenn trainieren wichtig ist. Ja, Refia hat halt noch... Ja, das ist klasse Arc. Die hat ja gar keine Waffen in der Hand. Refia hat halt noch die Heiligpfeile ausgerüstet. Dementsprechend macht sie natürlich auch einen großen Schaden, aber uns gehen die Pfeile dadurch flöten und das finde ich auch nicht gerade toll. Wo ist denn unser Boot? Kann ich auch mal vielleicht weiterkommen auf der Karte? Oder muss ich hier echt alle 10... Ja, ich muss alle 10 Sekunden kämpfen. Was frage ich überhaupt? Och, der hat 235 Schaden gemacht, der Ark, mit seinen bloßen Händen. Immerhin. Da ist die Wüste, müsste doch da auch irgendwo unser Boot sein. Da hinten müsste irgendwo unser Boot sein. Dann können wir ja eine Runde mal wegschwimmen. Und das Schloss suchen. Will nur mal wissen, was da jetzt los ist. Weil wir den Hain ja besiegt haben. Und der gehört ja in dieses komische, leere Schloss, soweit ich weiß. Vielleicht ist auch Quatsch, dass ich da jetzt wieder hin will. Ich weiß es gerade nicht. Leute, ihr macht das gut. Ihr kämpft gut. Da ist unser Schiff. Das wollte ich jetzt hier eigentlich nicht stehen lassen. Achso, was sagen die denn jetzt in Tokul eigentlich? Ist jetzt alles wieder gut hier in Tokul? Hehe. Ihr habt uns gerettet, habt Dank. König Argus und eine Prinzessin aus einem Fernland wollen uns beim Wiederaufbau unseres Dorfes unterstützen. Was ist hier mit unserem Schock-Mognet? Nichts Neues. Ach, und jetzt kann man hier auch überall rein? Nee, das konnte man doch hier vorher auch, oder? Nee, ist immer noch zu. Die bauen jetzt wieder auf. Was sagst du? Boah, ihr habt Hain besiegt. Kann ich ein Autogramm haben? Mein Sohn ist zurückgekommen. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ihr möchtet etwas über die Kristalle erfahren? Vielleicht weiß jemand im Dorf der Alten westlich von hier Bescheid. Weit im Westen hinter der Wüste liegt ein Dorf. Die Bewohner des Dorfes behaupten, dass sie nach von ihnen nehmen. Ihr habt uns alle gerettet. Ich danke euch von ganzem Herzen. Yeah. Langsam erholt sich das Dorf von den Geschehnissen. Ohne eure Hilfe wäre das nicht möglich gewesen. Ihr habt uns alle gerettet. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ihr dankt uns. Wo sind die Belohnungen?
Wo ist das Geld? Hä? Hä? Ohne Moos nix los. Jetzt nicht ruckeln. Ja, dann gehe ich wieder. Ist ja nichts los da. Ach, hier komme ich gar nicht weiter. Kann ich nicht rechts lang? Hm, doch kann ich. Mache ich hier eine Runde. Ach nee, das geht gar nicht. Da war ja dieser Drache. Der Drache. Zauber doch mal was. Blitz zum Beispiel, Ark. Mach dich mal nützlich. Ja, ganz toll. Jetzt muss ich doch durch die Wüste latschen, ne? Zu diesem doofen Schloss hier. War das nicht da? Oh, ich sehe schon wieder nichts, weil ich angegriffen werde. Das nervt mich. Du kannst schon wieder nicht zaubern. Warum kannst du immer nicht genug zaubern? Wir sind doch voller Energie. Kann das sein, dass er schon wieder nicht zaubern kann? Warum gehen seine MP immer so schnell alle? Das kapiere ich nicht. Ja, es war doch richtig hier, oder? Nee, aber das Dorf der Alten ist da vorne und da wollen wir auch hin. So, ja. Ja. Hab's kapiert. Ihr wollt mich alle ärgern heute. Immerhin Training. Das sind so Sachen, die ich aber eigentlich offline machen würde und nicht hier. Aber jetzt sind wir auch schon da. Was sagen die hier im Dorf jetzt? Nix. Hey, wir sind's. Mal wieder. Wir sind die Nachfahren der Alten. Und so. Unsere Vorfahren errichteten eine bedeutende Zivilisation. Und so fort. Hier können wir Sachen einkaufen. Das ist natürlich schön, aber eigentlich dachte ich jetzt, wir werden hier... Ja. Ich weiß auch immer schon wieder nicht, warum das so ruckelig auf einmal ist. Es war die ganze Zeit völlig in Ordnung. Und bestimmt läuft wieder im Hintergrund irgendwas, weil ich immer morgens aufnehme. Und dann sagt sich der Rechner, oh, mach ich mal automatisch jetzt. Defragmentiere ich mal los. Vielleicht sollte ich das mal ausstellen, aber dann vergesse ich selber zu machen, das ist auch blöd. Licht und Dunkel folgen ihrem eigenen Willen und so weiter und so fort. Ja, was ist denn jetzt hier? Wo sollen wir denn hin? Ist voll sinnlos. Ich will zum Schloss. Ich will jetzt zum Schloss. Ich will hier nicht sein. Doch, im Innen kann ich mir nochmal... Pfeile kann ich mir hier nicht kaufen, ne? Hier ist nur so ein Kram halt. Können wir uns mal ein paar Portionen nochmal kaufen. Ein Hammer, Gegengift. Davon nochmal 5. Davon nochmal 3. Davon auch nochmal 4. So. Passt schon. Weil, ja, man weiß nie, ne? Und später wird's dann wieder gebraucht und ich hab's nicht gekauft. Aber die Pfeile sind halt auch wichtig. Wenn Refia ja jetzt die ganze Zeit als Bogenschützen so bleibt, dann braucht sie auch neue Pfeile. Ob es ruckelt oder nicht. So ist es. So, hier rein.
Pfeile. Pfeile, Pfeile. Wir können auch Eispfeile kaufen oder Blitzpfeile oder... Ja, Feuerpfeile. Wir kaufen mal ein paar Feuerpfeile. Das muss jetzt mal sein. So. Hat sie mal von jedem etwas. Ganz schön teuer, die Pfeile. Mein lieber Schwaden. 150 pro Stück. Wird man ja arm bei. Nur allein durch Pfeile kaufen. Oh, das nervt mich. Ich mach das jetzt mal so, dass ich hier einen Cut machen gucke, was da wieder ruckelig ist. Und dann sehen wir uns gleich direkt beim Schloss wieder. Das ist viel einfacher. Bis gleich. So, da sind wir beim Schloss Argus angekommen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig hier ist, aber nach den Fanfaren zu urteilen, ich denke schon. Ihr habt Schloss Argus gerettet, Krieger des Lichts, danke und so. Jawoll, jetzt ist es nämlich auch nicht mehr leer hier. Und jetzt sitzen die hier alle. Ach, das ist ja putzig. Habt Dank, meine tapferen Krieger. Ihr habt den Frieden im Königreich wiederhergestellt. Nehmt dies. Endlich kriegen wir unsere Belohnung. Das Rad der Zeit ist ein Erbstück der Familie von Argus. Es ist eine Maschine, welche einst vom mächtigen Volk der Alten angefertigt wurde. Bringt es nach Kanaan, zu Cid. Das braucht Cid wohl, um ein neues Luftschiff zu bauen. Dann können wir zur Oberflächenwelt. Da ihr Cid bereits zu kennen scheint, wisst ihr, was zu tun ist. Nun geht, Krieger des Lichts. König Argus überreicht dir das Rad der Zeit. Tü-tü. Dieser Kontinent schwebt. Wir leben also auf dem schwebenden Kontinent. Und sowas besprechen die hier? Das Rad der Zeit wurde vor langer Zeit auch ewiger Motor genannt. Vielen Dank, dass ihr König Argus gerettet habt, Krieger des Lichts. Der Leuchter ganz rechts ist in Wirklichkeit ein Schalter, der einen geheimen Gang öffnet. Ich weiß. Diebe können verschlossene Türen ohne einen Schlüssel öffnen. Ich war nämlich hier. Hier so, da kann man rein und da hatte ich damals auch Sachen mitgenommen. Klaut sozusagen. Aber meinte er das mit Leuchter? Das ist ja gar nicht der Leuchter. Dann will ich jetzt wissen, was damit gemeint ist. Was für ein Leuchter denn? Leuchter? Finde ich den hier? Die stehen jetzt hier alle. Ah, schön. Hier kann man sich heilen. Obwohl wir unter Heinz' Kontrolle standen, sind unsere Taten in Tokul unverzeihlich. Wir müssen es nun wieder gut machen. Ja. Ihr Schweine. Geht gar nicht. Was für ein Leuchter. Ich weiß nicht. Hier, Leuchter. Oh, nee, den habe ich noch nicht gefunden gehabt. Das ist ja interessant. Der Leuchter ganz rechts. Cool. Ich mag solche Geheimgänge. Wo geht's jetzt denn hier rüber? Ah, nee, wie man sieht, war ich hier noch nicht. Oh. Enthielt 100 Gil. 1000 Gil. Truhe Nummer 1, 100 Gil. 1000 Gil. 1000 Gil. Und 1500 Gil. Wie geil. Wo sind wir hier? Nanü? Die Tür ist verschlossen. Heißt? Was kann ich jetzt hier machen? Es gab doch so Geschichten von wegen, dass man Türen aufschließen kann, aber der Schlüssel wird dann... Ja, das heißt, ich muss jetzt hier meine einzigen Schlüssel benutzen, die ich habe. Das ist ja auch doof. Kann ich mich ja nicht entscheiden. Ich weiß ja gar nicht, was wo drin ist. Was ist, wenn ich hier nach unten gehe? Komme ich raus, oder nicht? Ah, hier wollte ich machen, genau. 1000 Gil. 1000 Gil, wenn das mal keine Belohnungen sind. Richtig geil. Viel besser als 1000 Stunden trainieren zu müssen. Ja, dann werde ich wohl mal meinen Schlüssel benutzen, oder? Tja. Weiß ich nicht.
Was soll ich denn sonst machen? Gucken wir mal, was da so drin ist. Ich habe zwar nur einen, aber... Zauberschlüssel. Wir öffnen jetzt das Schloss. Oh. Und? Feuerbuch. Eispfeil. Gelehrtenrobe. Eisbuch. Feuerpfeil. Und Blitzbuch. Was sind denn das für Bücher? Das will ich jetzt gerne mal wissen. Dann ist es halt so ein Learning-Part. Heute mal. Feuerbuch. Erteilt Feuerschaden. Ach, das sind die Bücher, die bestimmt Ark braucht. Das ist alles für ihn hier, ne? Ja, genau. Warum ist es weniger Schaden? Das ist doch viel besser. So, kriegst du da deine Bücher in die Hand? Und kriegst eine Gelehrtenrobe, die ist auch viel besser. Was hatten wir jetzt? Abwehr 13. Ja, super. Dann hast du jetzt auch mal ein bisschen was Besseres an. Wahrscheinlich hätte es auch für jemand anderen was gegeben in einer anderen Tür. Wenn ich nochmal einen Zauberschlüssel bekomme, dann können wir ja die andere Tür öffnen. Ne? Das machen wir dann. War auf jeden Fall richtig cool hier. Ordentlich was abgestaubt. Jetzt müssen wir zu Sid. Wo ist der denn? Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Frag mich nicht, wie wir zu dem jetzt hinkommen. Müssen wir da auch hin, gehen? Jetzt sind wir im Wald. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Hier haben wir auf jeden Fall... Haben wir nicht hier den Schokobo-Wald? Wunderbar. Dann müssen wir nämlich nicht hier so viel kämpfen. Dann können wir ein bisschen laufen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo ich den finde. Hier waren auf jeden Fall die Blinden. So. Hier haben wir den Ton des Owen. Wo war er denn? Der Sid. Der war doch unten, oder nicht, auf der Karte? War der nicht unten? Wir haben den doch damals verlassen, hier in dem Dorf und so. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, dass ich jetzt schwimmen muss. Hm. Schwimme ich mal wieder nach unten. Aber ein Tokul war das doch nicht. Also ein Tokul, da kommen wir ja gerade her, oder war da der Sid? Das gerade irgendwie nicht auf dem Kasten, wo wir dem damals Tschüss gesagt haben. Wie kannst du denn jetzt... Nein, das wollte ich gar nicht. Was habe ich denn jetzt mit Ark gemacht? Ist jetzt nach hinten gegangen? Ach, das war schon alles gut. Und ich sollte dann vielleicht, wenn ich auch für Refia die Pfeile kaufe, dann werde ich ihr mal die Blitz... Nee, wir geben ihr die Feuerpfeile. So wollte ich das genau geben. Und speichern. Und ja, ich... Der war in dem Dorf. Entweder war der jetzt direkt ein Toko und ich habe nur noch nicht geguckt, wo der war. Weil da hatte er ja damals seine Frau. Aber ich meine, es war in diesen Dörfern ganz am Anfang. Ich schau mal, wo der ist. Ich muss gerade mal suchen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Tschüss.